Ne? Das haben Sie ja richtig, ne? Das, da unten das, ist es. Das ist richtig. Das jetzt richtig? Nein. Oh. Weil Sie müssen ja diese beiden verbinden jetzt, ne? Ach so, stimmt. Ja. Volker Latussek kann wirklich jeden zum Verzweifeln bringen. Der Physiker fordert mit seinen Holzklötzchen auch die geübtesten Köpfe heraus. Ich habe Physikprofessoren, die sagen, Herr Latussek, sagen Sie mal was zur Lösung. Und mein Standardbeispiel ist immer die Weizhöchheimer Obstpflückerin. Die nahm das Spiel und sagt, ja, wo ist das Problem, und löste es. Er arbeitet zwar für die Universität Würzburg in der Verwaltung, aber seit vielen Jahren ist es sein Hobby, Knobelspiele zu erfinden, mit einfachsten Mitteln. Ich habe Lego-Bausteine in meiner Wohnzimmerschublade. Und wenn dann eine Grundidee entdeckt ist, dann wird das erstmal aus Lego gebaut. Mittlerweile habe ich ein paar Holzbausteine, die kann man mal so ein bisschen kleben. Dann kommen solche Pappperlen drauf, um zu schauen, ob es funktioniert. Mit seinen Ideen feiert er internationale Erfolge in der Branche. Mit 6 Münzen eine Box zu füllen, das hat international wirklich Wellen geschlagen. Und gerade letzte Woche im Zeitmagazin wurde das Spiel Casino beschrieben von dem James Delgassy. Der ist sozusagen der renommierteste Sammler der Welt, der zum Beispiel den Zauberwürfel in die westliche Welt geholt. Und der sagt dem Zeitredakteur, das beste Spiel im letzten Jahr war das von mir. Mehr geht nicht. Ausgerechnet für den Stand der katholischen Kirche auf der Mainfrankenmesse in Würzburg hat er eigens ein Spiel entwickelt. Ich habe das Spiel ja bewusst Ritus genannt und ich fand das ein bisschen frech. Und habe gefragt, wenn ihr nichts dagegen habt, dann nennen wir es Ritus. Ja? Und tatsächlich kann das zu einer rituellen Handlung werden, wenn man sich mit solchen Bausteinen intensiver beschäftigt. Volker Latussek betrachtet Wissenschaft und Religion keineswegs als Gegensatz. Wenn Sie gerne die Brücke haben wollen zum Gottvertrauen, dann kann ich nur sagen, ich wundere mich jedes Mal, was mir einfällt. Also die Frage ist ja, wie kommt so ein Erfindungsprozess zustande? Ich kann mir das gar nicht erklären. Ja, also als ich 2011 damit begonnen habe, ging es eigentlich um eine einfache Idee, die wollte ich umgesetzt wissen. Und in den wenigen Jahren sind ja jetzt schon 14 Spiele kann man kaufen, 15 sind international verschoben. Also so einfach heißen, und wie kann das? Und das sind so ganz, ganz viele, und ich weiß, warum sollten mir die Ideen ausgehen? So, wo kommen die jetzt her? In diesem Fall könnte man tatsächlich sagen, so Gott will, wird Volker Latussek noch viele schöne Denksportspiele erfinden.